So, Freunde, dann jumpen wir mal in die Reaction rein. Wo ist Elias? Von wo ist Elias? Genau, wo ist Elias? Okay. Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen soweit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift lesen könnt, darum, wo Elias steckt. Mein letztes Video ging allgemein um den Deutschrap und wo ich einfach meine Vergangenheit mit dem deutschen Hip-Hop Revue passieren lassen habe. In dem Video habe ich auch über Elias geredet und mich während der Aufnahme die ganze... Boah, der Junge, der kam schon mit einer heißen Wind, ne? Ja, aber der hatte ein gutes Team gehabt. Ja, ziemlich. Also ziemlich früh. Ja. Doch. Das Ding ist, er macht ja schon super lange Musik. Ja, aber dieser Durchbruchmoment. Weißt du, so ja, da war, ab dem Durchbruchmoment war er eigentlich mit den Richtigen unterwegs. Mhm. Wer weiß, ob das danach noch die Richtigen waren im Nachhinein. Mhm. Die ganze Zeit die Frage gestellt, wo er denn gerade steckt. Ich meine Leute, jeder, der Deutschrap hört, hat sich früher oder später mit Elias auseinandersetzen müssen. Als ich seine Musik das erste Mal gehört habe, wurde ich direkt ein Fan seiner Musik und behielt seinen Werdegang im Blick. Elias wuchs 1996 in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa auf und kam mit 4 Jahren zusammen mit seinen Eltern nach Deutschland, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie lebten erst in Duisburg und zogen danach nach Düsseldorf. Elias fing früh an mit dem Rappen. So hat er schon früh angefangen zu freestylen und begann schon im Alter von 15 Jahren mit dem Rappen. Damals, man muss auch sagen, der ist seinem Style treu geblieben, ja? Der ist Soulja Boy, ne? Als auch unter dem Künstlernamen Young Sweezy. Im Juli 2013 wurde er vom Bonner Label Out for Fame unter Vertrag genommen. Zudem änderte er seinen Namen von Young Sweezy in Elias Sweez. Einen Monat später erschien seine Debüt-EP NRWs Freshstar und trat 2014 das erste Mal beim Out for Fame Festival auf, welches, wie der Name Out for Fame sagt, von seinem Label Out for Fame organisiert wurde. Nicht, mit Meine Welt erschien Februar 2015 weißt du, seine zweite... War, glaube ich, Darko sein erster Künstler. Da war dann auch so, ich weiß nicht, hat er auch nicht viel rausgedroppt. So. Oh, Darkos erster Künstler war bestimmt Fahrt. Nee, der und danach war Fahrt. Echt? Ja. Krass. Ja, der war schon vorher... Guck mal, wie jung ist er da? Der ist so sicher da so 14 Jahre oder so. Krass. Label Out for Fame organisiert wurde. Mit Meine Welt erschien Februar 2015 seine zweite EP zu kostenlosen Download. Eine Zeit lang kam von Elias nix, bis auf einmal das Lied Erdbeerwoche von Casey Rebel und Summer Jam erschienen ist. Elias war als Feature-Gast vertreten und ich muss sagen, dass ich davor noch nie was von Elias gehört habe. Casey Rebel und Summer Jam sind seit Jahren im Rap-Game. Vor allem Summer Jam kannte ich schon zu German Dream-Zeiten. Aber es ist nicht nur Worte zu fassen, wie sehr Elias das Lied gecarried hat. Dieser Style, dieser Flow, sowas gab es in der Szene nicht. Und außerdem habe ich seine Stimme extrem gefeiert. Das Lied chartete auf Platz 65 der Single Charts. Und ich war einer von vielen, die gespannt waren auf neue Musik von Elias. Summer Jam und Casey hielten viel von ihm. Sie wussten... Ja, ich muss sagen, ich sehe das alles gerade, auch die Bilder, die eingeblendet werden. Der Junge war fresh, Alter, ja. Yeah. Wirklich, er hat Freshness reingebracht, frischen Wind, geile Flows, geilen Style, gutes Aussehen, gutes Style. Schade, ja. Dass Elias ein verdammt talentierter Künstler ist. So war es auch gewesen, dass Elias zusammen mit Casey und Summer auf Tour gegangen ist. Dadurch konnte er seine Bekanntheit im Publikum steigern und Erfahrung sammeln. Zudem ist es, denke ich mal, für jeden sehr cool, wenn man mit zwei bekannten Musikern in unzähligen Städten live performen kann. So beendete Elias die Zusammenarbeit mit Out for Fame und veröffentlichte am 8. Dezember 2017 den Song Upgrade. Zugleich war das auch der erste Song von Elias, den er eigenständig und ohne sein Label veröffentlicht hat. Zu der Zeit arbeitete er auch viel mit Judy und Young Mash zusammen. Und ich ja, man, da habe ich ihn kennengelernt, bei Puma. Wir waren ja zusammen bei Puma auch 2019 und da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Elias, super jung, auch mit seinen ganzen Jungs habe ich ihn gesehen. Und da war aber schon Judy auch an seiner Seite als sein Produzent. Also Judy ist ja auch ein bekannter Produzent, etabliert auch. Aber ich glaube, der hat auch sein Management gemacht, wenn ich das verstanden habe. Ja, und das ist halt die Frage, wer hat sein Management gemacht, ne? Weil das ist ja anscheinend irgendwie so ein Ding, keiner meldet sich jetzt, weißt du, was ich meine? Mhm. So. Auch Judy hat man auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich glaube, wir wissen alle, dass dadurch viele Banger entstanden sind. Am 21. Juni 2019 erschien sein Mixtape Flies Alive, welches Young Mash und Judy mitproduziert haben. Das Tape war krass und lief bei mir auf Dauerschleife. Ein halbes Jahr später unterschrieb Elias ein Deal mit Epic Records, welches zu Sony Music Entertainment gehört. Dort veröffentlichte er seinen ersten und erfolgreichsten Song Benzo, welcher auf Platz 16 chartete und somit auch seine höchste Chartplatzierung darstellt. Zudem wurde der Song auf Spotify weit über 27 Millionen Mal gestreamt. Am 28. August 2020 erschien sein Album Came From Nothing und chartete auf Platz 11 der Albumcharts. In Deutschland wohl bemerkt. In Österreich war es sogar Platz 9. Es erschienen weitere Songs wie All The Smoke mit Gunna und Wiz Khalifa, bei dem Elias sogar ein Teil des Remixes war. Aber das war es nur mit seiner Biografie. Oder besser gesagt ein Teil davon. Ich wollte euch mal Elias kurz vorstellen.
Aber nun kommen wir doch zu dem spannenderen Teil des Videos. Auf die Frage, wo ist Elias, gibt es leider keine klare Antwort. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht hartnäckig geblieben wäre. So durchforstete ich die Reddit-Foren ab und ich bin auf ein paar interessante Fakten und Theorien gestoßen. Es gibt einen User namens TheSecretGuy11, der sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat und von dem ich jetzt diese Information nehmen werde. Ich hoffe, das ist okay für dich, TheSecretGuy11. Falls du diese- der nimmt einfach den. Der nimmt einfach und sagt dann, ich hoffe, das ist okay. Von irgendeiner Reddit-Quelle. Ja, Mann, Alter, Reddit. Bruder, das ist die, das sind oh, die Cheater, shit. Alter. Wenn du sehen das solltest, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare oder kontaktiere mich auf Instagram. Leider habe ich keinen Reddit-User-Account, sonst hätte ich dir schon längst geschrieben. Aber komm mal auf das Wesentliche. Als wäre es so schwer, so einen Reddit-User-Account zu machen, ne? Mäßig. Oh, Mann. Thema wieder zurück. Elias war, bevor er bei Epic Records unterschrieben hat, ein Signing von Judy. Unter Judy wurde auch sein Mixtape Fly So Live veröffentlicht. Monate nach dem Release hat man gesehen, wie Summer Jam und Casey Elias auf Social Media entfolgt sind. Der Reddit-User fand das Ganze komisch, da Elias und Summer Jam von außen gesehen immer ein gutes Verhältnis hatten und Summer ihn immer supportet hat. Außerdem wurde der Streit nicht nach außen getragen. Hinter den Kulissen wurde gemunkelt, dass Elias gegenüber Summer Jam immer abweisender sich verhalten habe. Gerüchten zufolge hatte Summer Jam Elias für die Scorpion Gang mit eingeplant. Elias hatte aber gar kein Interesse bei Summer zu unterschreiben und Elias wird ein arrogantes Verhalten gegenüber Summer Jam nachgesagt. Jam hat sich ausgenutzt gefühlt und ich habe eine Theorie gehört, krass, dass Elias für Summer geschrieben hat. Hat Elias für Summer Jam geschrieben? Ich habe eine Theorie gehört, dass Elias für Summer geschrieben hat. Weil in dem Moment, Summer ist ja auch schon, Summer ist länger im Game, als manche Leute hier alt sind, okay? Aber, und Summer war auch immer so ein Wackelkandidat bei Banger, wenn ich, was, bei Banger? Der ist bei Banger, ne? Hier mit Casey und Co. Ja. Genau. War immer so ein Wackelkandidat im Sinne von, er war immer da, aber er hatte nie denselben Erfolg wie alle anderen. Aber in dem Moment, wo Summer wirklich durchgehend fresh kam, klang er genauso wie Elias. So, und es gibt auch Songs von den beiden, wo du gar keinen Unterschied merkst, abgesehen von der Stimme. Also so Technik, Flow, bla bla, ist einfach eins zu eins identisch. Und daher kam dann irgendwann mal diese... Die Quelle ist vertrau mir, Bruder. Daher kam auch irgendwann mal diese Theorie, dass Elias vielleicht für Summer geschrieben hat. Die Quelle ist vertrau mir, Bruder. Nee, ich sag's nicht. Warte, aber ich muss was ergänzen, ja, weil das kommt wahrscheinlich auch in Highlight-Kanal und man muss ja versuchen, wenigstens beide Seiten zu sagen, also auch meine Meinung. Ich kann mir auch vorstellen, ja, dass der Elias auch vielleicht flowtechnisch ein bisschen was mitgegeben hat. Aber was ich weiß, ist, dass ein Summer Jam, der ist krasser Schreiber. Also, dass er für sich schreiben lassen hat, finde ich schon sehr gewagt. Aber was ich sagen muss, ist, dass Summer Jam eigentlich auch ohne diesen neuen Style, weil das ist jetzt der freshe Style. Damit hat er, glaube ich, das junge Publikum geholt, weißt du? Weil das ist ja, er hatte eine Generation geholt, die war so meine Generation eigentlich, eine Zeit lang. Da war der aber so mit, es gibt so ein Konzept, was sie hatten, irgendwie Kennex in Paris, Kennex in Moskau und sowas mit Casey. Das ging voll durch die Decke. Und dann haben die auch die ersten Kollabos immer zusammen gemacht mit Casey. Da fing das an mit Maximum und so Sachen. Das heißt, da fing schon sein Hype an. Aber ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, von den anderen jetzt, weil man muss sagen, Banger Musik war halt Farid, Casey und dann kam erstmal nichts, so meinst du, ne? So, weil da war ja eigentlich auch Majo, Masco oder wer ist der, Jasko, Summer Jam und so. Aber okay, das ist echt eine krasse Theorie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja, vielleicht irgendwann, ich meine, wenn der vielleicht, Elias... Vielleicht sogar noch nicht mal im Sinne von... er war jetzt so sein Ghostwriter-mäßig. So, weißt du, du kennst doch selber, beispielsweise ob jetzt ein Sido, guck mal, Sido, Bushido, Azad, keine Ahnung, wie die alle heißen, ne? Die haben ja auch alle irgendwann mal, gab's dieses, so nach dem Motto, ey, so, ich komm mit meinem eigenen Kosmos, komm ich nicht dahin, wo ich sein will, verstehst du? So dieses, einfach so aus sich selber einen komplett anderen Stil zu machen, so, das ist nicht einfach.
Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Und dafür braucht man ja genau dann braucht man ja Co-Writer oder Sessions oder so, wo man halt sagt, okay, ich will einen neuen Stil für mich finden. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Und das ist das. Und vielleicht kam dann nämlich dieser Einfluss. Und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade in dieser Sache, ja, Elias gerade so the fly is fresh, young, und Elias hat auch eigentlich schon immer so gewirkt, als würde er ganz genau wissen, wo er hin will, was er tut und bla. Ja, also sprich, ein extrem, wie soll ich sagen, ein extrem geerdeter Typ, so im Sinne von, das ist mein Stil, das ist der Film, den ich fahre, bla, also er wusste ganz klar. Und wenn sollte, in Anführungszeichen, Summer zum Beispiel jetzt auf einmal doch durch den Einfluss von Elias irgendwas gemacht haben, weiter erreicht haben, wie auch immer, kann es sein, dass nämlich da diese Geschichte mit dem Respekt vielleicht verloren gegangen ist, weißt du, was ich meine? Ja, also voll die gute Theorie. Aber halt... Hey, ich sag euch, Leute, ich mache einen YouTube-Kanal auch für ich find halt, Deutschrap-Theoretiker. Die Theorie mit dem Schreiben, ja. Die, also für mich selber, das wäre für mich so schwer zu akzeptieren, weil ein Summer Jam, wir waren ja bei Puma zusammen und ich habe gesehen, wie er schreibt, also wie er auch arbeitet, weißt du, wir waren am Chillen und trotzdem, er hat immer so Lines im Kopf und hat die immer in sein Handy getippt, weißt du? Mhm. Und ich weiß auch von German Dream Zeiten, er war eigentlich der Fitteste, so was Schreiben anging. Und ich dachte mir sogar zu Zeiten von Banger Musik, eine Zeit lang sogar, dachte ich mir, ey, vielleicht schreibt er sogar für Casey auch. Weißt du, was ich meine? Auch bis heute noch, denke ich manchmal. Vielleicht schreibt er auch für Casey mit, aber klar, so bei Schreiben jetzt, ist halt das Ding. Jetzt, wo wir den Verlag machen, bin ich immer auf diese, ich check mal die GEMA. Ja, man kann eher alles sehen, ne? Ja, ja. Ja, Mann. Aber sei denn auf jeden Fall eingegangen. Wir gucken mal weiter, ja? Zu unterschreiben. Und Elias wird ein arrogantes Verhalten gegenüber Summer Jam nachgesagt. Jam hat sich ausgenutzt gefühlt und hat in dem Song We, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das erste Mal deutliche Worte an Elias gerichtet. In dem Song sagte er, du warst am Fliegen, doch Album war Riesenflop. Ich schwör auf alles, Mann, ich hab dich nie gemocht. Der User nimmt das Wort Fliegen und das Tape von Elias Flies Alive als Vergleich und sieht darin eine Anspielung. Was auch noch interessant ist, das Album Came From Nothing zeigt auch Streitigkeiten zwischen Elias und den Producern des Albums, Jody und Young Nash. Beide haben Elias vor Album-Release entfolgt und nicht alle Lieder sind von beiden produziert worden, wie es ursprünglich der Plan war. Elias habe sich mitten im Prozess des Albums immer mehr von beiden distanziert und wollte sich sein eigenes Team aufbauen. Weder Jody noch Young Nash haben das Album, welches sie mitunter produziert haben, auf Social Media repostet. Gerüchten zufolge wollte Elias Young Nash als eigenen Producer behalten. Dieser hat aber einen Vertrag mit Jody unterschrieben und habe dementsprechend auch mit anderen Künstlern zu tun gehabt. Das hat Elias... Alter, was ist das für eine Sache, ja? Ist schon sehr verstrickt, ne? Ich weiß auch nicht, ob das so eine Ego-Sache ist, wenn man jetzt so überlegt, du bist noch so ein junger Künstler, weißt du, du hast gerade alle Leute um dich herum, die irgendwie schon Standing haben. Ich sag mal, er ist krass. Er ist super krass. Er kennt sich auch seinen Wert, aber wenn so viele helfende Hände da sind, weißt du, ich meine, etablierte helfende Hände auch, ne? Nicht nur Leute, die supporten, zum Beispiel du. Du hilfst mir seit Tag 1, weißt du? Du machst mein Management, du bist mein Berater, dies, das. Aber du bist nicht etabliert, weißt du, ich meine? Aber jetzt ein Summer Jam ist da, ein Casey Rebel ist da, jetzt ein Jody ist da, Young Mesh, wer weiß, was die für ein Konstrukt, weil die selber schon etabliert sind, die haben ja auch Manager. Das heißt, bei irgendjemand... Manpower. Ja, weißt du, was ich meine? Sagen wir, wenn die zwei, also bei irgendeinem musst du ja bleiben so mäßig, damit das so weiter auf diese Level bleibt, weißt du? Ja. Aber wir kennen halt die Hintergründe nicht, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist nicht gefallen und deswegen kam es zum Streit. Und es geht noch weiter, Leute. Prettyface Capi ist ebenfalls ein Rapper aus der Szene und Elias und er haben sich immer gut verstanden. So war Capi auch in dem Musikvideo Revenge zu sehen. Im Internet hat er sich öfter zu Elias geäußert und das nicht gerade positiv. Auf die Frage, wie das Verhältnis zwischen ihm und Elias sei, antwortet er, dass Elias ein Bitch-Ass ist. In dem Song Happy Halloween rappt er, Flies Alive, nein, du bist nur eine Parodie und Fick auf den Pisser Elias, ich fühle ihn nicht. Der User findet es auch lustig, dass Summer Jam und Prettyface Capi sich gut verstehen und Prettyface sogar ein Teil seiner Summer Jam Scorpion Bars Volume 2 war. Der Song Eternity war zugleich auch sein letzter Song, den er veröffentlicht hat. Auch da hat der User The Secret... Ja, zum Beispiel, ich habe gehört, Prettyface ist auch bei Darko. Prettyface Capi. Aber weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ja, war der nicht bei... Mit Guy 11 was gefunden. In dem Song sagt er ja, dass seine alten Freunde zu Feinde geworden sind. Eine Anspielung auf Prettyface Capi und Summer Jam.
Heutzutage wird viel über Ilias geredet. Viele sagen, dass er hinter den Kulissen bedroht wird und daher keine Musik machen kann. Andere reden davon, dass er einfach eine kreative Pause macht. Dennoch ist es komisch, dass im heutigen Zeitalter gar nichts von ihm zu hören ist. Wenn er einfach keine Musik machen will, ist das auch völlig okay. Aber es ist ja nicht so, dass er nur musikalisch komplett abgetaucht ist, sondern auch auf Social Media. Ich glaube, sein letzter Instagram-Post war sogar einige Wochen her. Angeblich war Ilias für ein Jahr in Los Angeles. Aber dazu kann ich nichts Genaueres sagen. Viele behaupten auch, dass Ilias Musik zu eintönig war und es daher nur eine Frage der Zeit war, dass er von der Bildfläche verschwindet. Seine 2000... Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das riecht diese, keine Ahnung, Alter, geht diese Opern Gundam-Style-Song Musik hören, ihr Pfeifen, Alter. Mhm. Der Typ, der ist einfach mit seiner eigenen Nische gekommen und es gab niemanden in seinem Feld. Genau, jetzt gibt es viele, die das versuchen. So, aber es gab niemanden in seinem Feld. Und es gibt immer noch keinen, der in meinen Augen so fresh ist wie der. Ja, das immer muss noch man keinen. Sagen. Style, Attitude, Aussehen, das ist diese so, Digga. Mhm. Also ich weiß nicht, wie er vom Charakter her oder so ist, aber für einen Manager, das ist ein Steak, wo du einfach nur noch reinbeißen musst, ohne Knochen, ohne nichts. Ja, ja. Er ist schon fertig. So, krass. Da geht man nur noch einkaufen. Seine Nostalgie-Schiene ist ausgelutscht. Aber Ilias hat auch gezeigt, dass er anders kann. Hoffe ich mal das Beste für Ilias. Ich hoffe echt, dass Ilias nicht zugestoßen ist und er einfach nur eine Pause braucht. Dennoch bleibe ich ein Fan seiner Musik und ich hoffe, da wird in nächster Zeit mehr von ihm kommen. Ansonsten Leute, was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal bei TheSecretGuy11, von dem ich die ganzen Informationen genommen habe. Bewertet das Video und abonniert diesen Kanal, wenn euch dieser Content gefällt. Oben rechts verlinke ich euch mein letztes Video, wo ich allgemein über Deutschrap geredet habe. Schaut es euch gerne an, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Hey Leute, was geht ab? Deutschrap ist fresher denn je, ey. Okay, Freunde, ey. Ich finde interessantes Thema. Mal sehen, so, ob wir nochmal was hören so, von ihm. Weil bei Shindy gibt es ja auch genau dasselbe Problem. Der ist ja auch vertraglich in sehr, sehr schwierige Situation. Ja? Ja, ja, deswegen konnte er die ganze Zeit nicht droppen, muss immer alles verschieben und so. Und viele haben diese Probleme aktuell. Das ist das. Und ihr müsst euch mal vorstellen, einfach nur mal kurz in diese Vertragsgeschichten, Insider, ja? Mhm. Ein regulärer Deal. So, gerade wenn wir von Label Deal oder so sprechen, ein regulärer Label Deal geht eigentlich so 3 Jahre. Okay? Das sind diese Standards. 3 Jahre Deal und nach diesen 3 Jahren kann man immer noch Optionen ziehen und der Vertrag verlängert sich um 1 bis maximal 2 Jahre weiter. Das heißt, diese Verträge können bis zu 7 Jahre lang stehen. Wenn der Künstler nur keinen Bock hat, in Anführungszeichen, seine Werke abzugeben an das Label, kann er diese Zeit quasi auch absitzen. Okay? Aber das heißt, wenn, guck mal, wir sprechen hier von 2019 und er ist jetzt schon seit mehreren Jahren zum Beispiel nicht aktiv. Okay? Von 2019 bis 2022 wären jetzt die 3 Jahre gewesen und jetzt könnte er immer noch von 22 bis 26 in einem Vertrag stecken. Mhm. Beispielsweise, okay? Und wenn er da nicht mit Anwalt und keine Ahnung was rauskommt, dann kann es sein, dass er so bis, vielleicht bis 26, bis 24, ne, also so 5 bis 7 Jahre, dass er da irgendwie so dann vergeiselt ist. Also das ist ja das, was man danach als Knebel bezeichnet, wenn die Vertragskondition jemanden auf einmal nicht mehr gefällt und man will früher raus. Mo, mein Bruder, Mo. So. Was geht? Aber krass, ja.